Willkommen zurück zu Resident Evil Outbreak. Wir sind immer noch im zweiten Kapitel im Szenario Eiseskälte und haben beim letzten Mal doch einiges erfahren. Das hier ist ein altbekannter Ort für Spieler von Resident Evil 2. Moment, gerade wollte ich. Ja, dieser Komplex, dieser Aufbau hier, kann einem doch bekannt vorkommen. Wir sind in William Birkins Labor, was man auch in Resi 2 besucht. Allerdings herrscht hier ein recht eisiges Klima. Und einer seiner Angestellten, Monica, versucht etwas vom lieben Dr. Birkin zu entwenden. Ja, und für dieses Objekt geht sie über Leichen. Schon im Intro hat sie einen, ja, Mitarbeiter weggebracht. Seitdem haben wir sie hin und wieder in Zwischensequenzen gesehen, als, ja, ihre Fluchtversuche gescheitert sind. Doch was hat die Gute vor? Ich denke mal, in diesem Part werden wir es erfahren. Und es werden noch ein paar andere Hommagen an Resident Evil 2 kommen. Zunächst mal müssen wir an diesem Flattermann vorbei. Und ich bin vergiftet. Dankeschön. Jetzt hat natürlich keiner ein Gegengift dabei. Na, vielleicht. Ja, mal gucken, wenn George vorbeikommt. Ja, wir müssen hier lang. Beim letzten Mal haben wir schon der schönen Drehscheibe Hallo gesagt. Und dort eine Schlüsselkarte aufgenommen. Diesmal geht's in den östlichen Korridor, denn dort können wir ja ein bisschen an der Heizung rumspielen, sag ich mal. Zunächst mal nehmen wir das hier mit. Ein Notizbuch liegt auf dem Boden. Ja, Wartungsarbeiter-Tagebuch. Heute war ein richtiger Scheißtag. Ich habe den Drehscheibenschlüssel von Rick verloren. Damit stehe ich als echte Niete da. Wenn das Management davon hört, ist gefeuert werden noch meine geringste Sorge. Es gibt Gerüchte, dass Versager sogar als Köder für so ein unheimliches Testobjekt genutzt werden, an dem die Firma arbeitet. Gott sei Dank, dass Roy, der Wachmann, den Schlüssel im Bad gefunden und in der Verwaltung abgegeben hat. Gehört habe ich das allerdings von meinem Chef, der mir wohl gehörig den Marsch blasen wird. Mann, solchen Ärger hatte ich nicht mehr, seit ich als kleine Rotznase in die Junior High School ging. Doch eh scheißegal. Mit dem Schlüssel kann sowieso keiner was anfangen, der den Code nicht kennt. Mann, wenn ich den Laden hier den Rücken kehre, fahre ich mit dem Schlüssel und dem Code den ganzen Tag im Aufzug spazieren. Selbst ich kann mir schließlich einen einfachen Code wie Hope nennen, merken. Jawohl, mein privater Aufzug klingt richtig gut. Hope. Hoffnung. Ein passender Name. Gut. Schauen wir uns hier noch mal kurz ein bisschen um. Wir haben hier mehrere Türen. Die hier ist fest verschlossen. Die hier können wir mit unserer Keycard öffnen. Ich bin schon wieder... Warum hat keiner von euch Lappen blaues Kraut dabei? Sagt doch mal. Ja, wo war ich? Ja, das ist jedenfalls ein recht bekannter Raum. Alle anderen Charaktere müssen für diesen Raum ihren Fingerabdruck registrieren. Yoko allerdings wird so akzeptiert. Eben weil... Ja, ich habe das ja im letzten Part schon mal ein bisschen angesprochen. Die Yoko
war schon mal hier unten. Ist dir unten nicht ganz unbekannt. Kultur im Raum für das Untergeschoss. Hier blubbert und zischt es. Oh ja, dieser schöne Raum. Gelbe Chemikalienflasche könnt ihr gern behalten. Ah, noch 6 Schuss. Pistole brauche ich auch nicht unbedingt. Aber... Verdammt, mein Ding ist voll. So, jetzt hat... Mein Gott, ich drücke mich gerade ein Ziel auf, aber egal. Ich muss erst mal kurz den Zombie wegnatzen, dann können wir uns hier ein bisschen näher umgucken. Mensch, Leute, Leute, helft mir! Ja, oder ich helfe mir selbst. Oder auch nicht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, der ist tot. So, erstmal hier Spray schlucken. Ja. Leute, das ist der Forschungsraum von Resident Evil 2, den man nur erreichen kann, wenn man in A- und B-Szenario seine Fingerabdrücke registriert. In Resi 2 ist er jedoch ein bisschen zerstörter. Dieser Kulturenbehälter hier ist ja dann zerstört. Das Testsubjekt ist entkommen. Ja. Hier ist noch alles intakt, aber halt ein bisschen kaltgestellt, sag ich mal. Und genau daran wollen wir was ändern. An diesem ach so bedrückten Klima hier. Wir brauchen das hier. Die Lötlampe. Dafür kann jetzt auch die Keycard weg. Die hat's ausgedient. Eine Kapsel wurde zerfetzt. Ja. Die war, glaube ich, in Resident Evil 2 auch schon zerstört. Und die graue Chemikalienflasche. Die stärkste Chemikalie, die man auf Kinder werfen kann. Sehr schön. Nehme ich auch gern mit. So, des Weiteren scheint sie nichts zu geben. Also wieder raus hier. Wir haben eh schon alles, was wir brauchen. Es ging nur um die verdammte Lötlampe. Tja, und damit geht's in den Raum gegenüber. Ah, guck dir das an. Die Eiskulturen hier. So eiserstarrte Monster. Denen ist die Temperatur hier echt nicht bekommen. Dreimal dürft ihr raten, was passiert, wenn wir dann, ja, am Regler spielen. Gut, egal. Erstmal hier. Okay, darf ich mit anders haben. Viel wichtiger ist. Ja, nehmen wir erstmal das Dokument hier mit. Ja. Testament eines Forschers. Ich kann es nicht fassen. 3 Tage sind vergangen, seit mehrere Testobjekte MA125R aus Bereich B entkommen und im Labor ein Blutbad anrichteten. Mindestens 10 meiner Kollegen sind ihnen zum Opfer gefallen. Ich durfte den Schrecken jedoch am eigenen Leib erfahren, als einer ihrer riesigen, scharfen Krallen meine Haut durchdrang. Die Blutung ist einfach nicht zu stillen. Warum nur? Warum haben wir solche schrecklichen Geschöpfe geschaffen? Wir sollten nicht Gott spielen. Ich kann jetzt nur noch die Temperaturregler im Labor zerstören. Wenn die Temperatur gegen 0 Grad absinkt, können sie sich nicht mehr bewegen. Das hoffe ich jedenfalls. Mehr kann ich jetzt nicht mehr tun. Wie konnte ich nur so dumm sein? MA125R. Ja, Leute. Das ist ein Hinweis, worum es sich hier handelt. Was diese eingefrorenen Viecher da draußen sind. Ich verrate es euch. Es sind Hunter. In Resident Evil 1 gab es die MA121.
die Hunter. Vom, die Alpha Hunter. Ja, und das sind eben die Hunter R. Ja, die ganzen Hunter-Arten. Auf jeden Fall sind es diese grünen, beschuppten Mistviecher. Die, glaube ich, so ziemlich jeder Resi-Spieler fürchtet. Gut. Hier ist das Bedienfeld für das Testgerät. Ja, das Testgerät ist sehr falsch. Ich würde eher sagen, das ist der Temperaturregler. Darum ging es ja gerade in dem Dokument. Ja, wir bedienen es mal. Ja, der Hebel ist eingefroren. Ja, wohl zusammen mit der Leiche, die da dran hängt. Was machen wir da? Was machen wir da? Ja. Wir tauen's auf. Ja, ich würde mal sagen, die Klimaanlage ist wieder auf wärmere Temperaturen eingestellt. So langsam wird sich hier der Dunst verziehen und unsere grünen, schuppigen Freunde werden alsbald mit neuem Leben erfüllt sein. Aber es war sehr wichtig, dass wir das hier gemacht haben. Ungemein wichtig sogar. Denn, ja, jetzt heißt es flüchten. Mit dem Hochdrehen der Temperatur haben wir zwar die Monster wieder erweckt, aber dafür können wir nun auch, ja, aus der Anlage hier fliehen. Im letzten Part haben wir gesehen, wie Monika versucht hat, mit der Drehscheibe zu fliehen, aber sie sprang nicht an. Oh, oh, der wacht auf. Hup. Tschüss. Ja. Nö, mach ich nicht. Kannst du knicken. Ja. Jedoch hat die Scheibe nicht reagiert. Aus einem einfachen Grund. Auch die war vereist. Genau jetzt wird sie so langsam auftauen. Das heißt, es ist nur noch lang genug überleben. Hat von euch keiner ein blaues Kraut dabei, verdammt ich. Ich brauche was zum Heilen. Uppala, Hunter. Dann. Ja. Ja, die Scheibe taut auf und kann nun benutzt werden. Hoffentlich schaffen wir das mit diesen riesigen Jägern im Nacken. Denn auch in diesem Teil haben wir einen schönen One-Hit-Kill-Move drauf. Oh, ich muss mich heilen, es hilft nichts. Ich hätte mir das gerne aufgehoben, aber nee. Schraubenschlüssel, nee, ich brauche was anderes. Da liegt er. Drehscheibenschlüssel, rein damit. So, und jetzt heißt es überleben. Dieser Countdown hier muss ablaufen. Dann haben wir es geschafft. Und ich verkriech mich dann gern hier hinten. Denn hier kommen diese Viecher nicht hin. Und gerade mit Yoko, die so wenig aushält, ist das bestimmt nicht so verkehrt. Trotzdem. Für den Fall der Fälle mal die schweren Waffen nach vorne holen. Halt nicht. So. Halt nee, Pistolenmuni brauche ich nicht. Ich mach das lieber mal so. Dann haut die Chemikalien her. So. So, wenn jetzt noch ein Hunter auf die Idee kommt, hier hochzukommen, dann gibt's Saures. Die Tür ist übrigens zu. Ja. Ich muss die Scheibe bewegen. Wird sehr gleich, aber erstmal.
Dein Koffer ist zerbrochen. Verdammt, jetzt fällt mir was ein. Ich habe ein Dokument vergessen. Ja, in dem Raum, wo wir die Lötlampe hier haben, lag noch was. Oh verdammt, Leute, das werde ich nachreichen, denn das Dokument ist eigentlich wichtig für die Handlung des Kapitels. Ja, jetzt muss ich es leider so verraten. Ja, Monika hat die ganze Zeit so einen Koffer dabei gehabt. Und hast du gesehen, dass der Koffer nun offen war und da ein Loch drin war? Irgendwas ist aus dem Koffer herausgebrochen. Nur was? Moment mal, 2 Minuten. Und 1,5. Das könnte ich schaffen, das könnte ich schaffen, wenn ich jetzt noch schnell... Wenn ich schnell genug bin, könnte ich es schaffen, das Ding noch zu holen. Wisst ihr was, ich versuche es jetzt. Es wird knapp, aber... Aber ja, das Ding will ich, das will ich haben. Unbedingt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn, wenn jetzt der Countdown abläuft? Aua. Oh Gott, nein. Ich bin tot, ich bin tot. Okay, nee, ich hol's nicht. Fall um. Okay, ich hol's nicht. Leute, habt ihr irgendwas zum Heilen dabei? Nein, habt ihr nicht. Verdammt. Ich geh zurück. Ich muss zurück. In dem Zustand schaffe ich's nicht. Das war so dumm, dass ich hier, dass ich's holen wollte. Lass ihn in Ruhe. Komm schon. Hilf ihm auf. Nicht ihr. Okay. Okay. George ist... Ja. George ist tot. Oh, wir haben noch 16 Sekunden. Wenn wir nicht rechtzeitig auf der Plattform sind, sind wir Game Over. Tot. Es kommt eine Cutscene, in der wir von den Huntern getötet werden. Jetzt kommt es drauf an. Leute, ich sag's euch. So spannend wollte ich es gar nicht machen. Und letzten Sekunden, yes, yes. Arschloch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, und damit ist die Katze aus dem Sack. Was Monika stehlen wollte, ist ein G-Virus-Embryo. Ja, William Birkins größte Kreation, der G-Virus. Ja, wir bleiben auch in Outbreak davon nicht verschont. Wir sind oben. Wir sind am Rangierbahnhof. Aber, ja, meint ihr, sind... Wir sind hier in Sicherheit. Jetzt, nachdem Monika so ums Leben gekommen ist. Nein.
Ist das eine geile Mutation oder was? Ey, ich liebe diesen Boss. Aber ich befürchte auch, er wird mich leicht erledigen. Ja, deswegen habe ich mir Shotgun und Magnum aufgehoben. Ich hätte diesen Exkurs da wegen dem Dokument nicht machen sollen. Ja, jetzt heißt es erstmal den Kerl da hinten rauslocken. Ich kann ja schon mal ein bisschen mit der Magnum drauf bratzen. Aber erstmal brauche ich Heilung, unbedingt. Finalissa, halt drauf, halt drauf. Nein! Okay, da, Heilspray, Heilspray, Heilspray. Gib mir das! So, seht ihr, wie in Resi 2 wollen diese Embryonen oder diese. Ja, was das Ding da halt noch auskotzt. Ja, auch in unseren Körper wieder hochklettern. Es gibt da einen ähnlichen Boss in Resi 2. Das ist quasi. Ja, eine neue Version davon. Aber unsere stärkste Waffe ist das hier. Wir können die Drehscheibe gegen das Ding einsetzen. Ja, mein Guter, friss das! Hahaha! Ja, ich muss das Ding aber erstmal ein bisschen warten. Ey, du. So. Wir können es nicht direkt nochmal benutzen. Muss ich erstmal ein bisschen, ja, abkühlen. Damit können wir ein bisschen mit Munition drauf heizen. Nein, nicht die Kleinen, nicht die Kleinen. So, Magnum ist leer. Und er ist tot. Ja. Ich kann nicht sagen, auf den höheren Stufen ist das ein verdammter Drecksack, dieser Boss. Da muss man ihn schon 2 bis 3 Mal mit der Bahn rammen. Und ja, von den anderen Charakteren bekommt auch keiner eine Magnum. Das ist halt Yokos Vorteil. Ja, 2000 Punkte, die man ausgeben kann in der Galerie. Sehr schön. Ja. George ist uns leider gestorben. Dafür gibt es leider Punktabzug. Oh, wie schade. Ja. Ach komm, können wir gerne speichern. Gut, Leute. Und damit habt ihr wieder die Wahl. Welches Szenario soll als nächstes drankommen? Zwar stehen noch das Nest und Inferno. Ja, die Qual der Wahl. Oder ist es euch egal? Gut, Leute, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich hoffe, euch hat diese kleine Resi 2 Revival Part hier gefallen. Ja, ich werde jetzt noch schnell das Dokument nachreichen, was ich da vergessen habe. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, da bin ich wieder, Leute. Hier in Birkins Testkammer, sag ich mal. Der Kammer für Testobjekte. Hier auf dem Schreibtisch liegt das Dokument, das ich verpasst habe und was ich euch noch zeigen wollte. Denn, ja, ich habe jetzt leider schon aufgesammelt und dann erst gemerkt, ups, ich sollte vielleicht noch die Aufnahme starten. Gut, jedenfalls. Labornoti, oder? Ja. Nee, wichtiges Experiment war's. Die derzeit im Labor aufbewahrte Probe ist ein Parasit, der von seinem Wirt abgestoßen wurde. Da er sehr instabil ist, sollten Sie beim Umgang damit besonders Vorsicht walten lassen. Zum Transport des Testobjekts
muss eine tragbare Kapsel von der Firma NI verwendet werden. Außerdem werden die Chemikalien in der Kapsel verseucht und müssen daher alle paar Stunden ausgewechselt werden. Geschieht dies nicht, kann das Testobjekt aufwachen. Seien Sie beim Umgang damit besonders vorsichtig. P&E1 Martin Walcott. Ja, Walcott. Ja, damit dürfte klar sein, was Monika schlussendlich auch zugestoßen ist. Ja, der kleine Parasit ist wach geworden, hat den Körper befallen und konnte mutieren. Also erwachsen werden. Ja. Gut, Leute, das war jetzt aber wirklich. Das war's wirklich mit dem Szenario Eiseskälte. Ihr habt die Wahl, womit geht's weiter? Das Nest oder Inferno? Bellt. Oder sterbt. Ciao.